Ja, hallo. Ich hatte schon so ein bisschen Angst, dass ich viel zu schnell bin, aber ich glaube, Christopher werde ich nicht unterbieten. Hoffe ich mal. Genau, es geht um WordPress-Events der nächsten Generation. Eigentlich hatten sie mich eingeladen, um irgendwas über die deutsche WordPress-Community zu erzählen und die Geschichte von WordCamps. Das fand ich ein bisschen zu wenig. Ich habe gedacht, wir machen mal so ein bisschen die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und ich will am Ende auch so ein bisschen zeigen, was es noch so für WordCamp-Events gibt, außer WordPress-Events außer Meetups und WordCamps. Und genau, erstmal ein bisschen zu mir. Mein Name ist Bernhard Kau. Warum halte ich diesen Vortrag? Ich bin Co-Organizer von vielen Sachen gewesen. Zusammen mit Maja mache ich das WordPress-Meetup in Berlin. Ich habe das 2013 übernommen. Das wurde 2012 gegründet. Und seitdem haben wir das durchgehend gemacht. Ich habe zwei WP-Camps organisiert. Das ist quasi sowas wie ein WordCamp, nur hießen sie nicht offiziell so. Dann war ich zweimal beim WordCamp Berlin mit im Orga-Team und in fünf WordCamp Europe Orga-Teams. Genau. Ich blogge, bin auch auf Twitter und Mastodon zu finden. Den habe ich natürlich vergessen, den Handle. Entschuldigung. Genau. Und ich arbeite bei Site. Vielleicht kennen die noch einige als ImpSite. Das sind die mit den grünen T-Shirts. Robert ist ja heute leider nicht da, deswegen muss ich hier alleine mit dem T-Shirt rumrennen. Genau. So. Ein bisschen Geschichte und Vergangenheit. WordPress-Events generell gibt es seit 2004. Ich wusste auch nicht, dass es 2004 schon ein Meetup gab. Also ich wusste, es gab das erste WordCamp San Francisco 2006, aber es gab tatsächlich 2004, also kurz nachdem WordPress überhaupt da war, gab es in San Francisco schon ein Meetup. Das hat, glaube ich, nicht so lange stattgefunden, da war dann lange Zeit auch Pause, aber es hat schon sehr, sehr früh angefangen mit den ersten Treffen. In Deutschland hat das Ganze 2008 angefangen, in Hamburg. Alle Events, die so einen Stern haben, waren damals nicht offizielle WordCamps. Also WordCamp ist eine Marke, so wie WordPress selbst. Und damit sich ein WordCamp WordCamp nennen darf, muss es bestimmte Regularien befolgen und es muss vor allem von der WordPress-Community offiziell organisiert werden. Und wir hatten aber 2008 schon in Hamburg ein WordCamp. Dann hatten wir 2009 eins in Jena, weil wir gerade Jena auch angesprochen hatten. Das fehlt hier auf der Liste. Aber das waren so die ersten WordCamps in Deutschland. Die ersten Meetups, die waren dann ab 2011. Und zwar in Köln gab es ein WordCamp und da haben sich dann viele aus der Community gefragt, warum treffen wir uns eigentlich nur einmal im Jahr? Lass uns doch mal häufiger treffen. Und dann gab es, ich weiß gar nicht, wer zuerst war, ob es Köln war oder Hamburg oder Potsdam, aber die waren alle so im gleichen Zeitraum, dass die aufkamen. Potsdam war ich zuerst. Okay, interessant. Ich dachte, irgendwer wäre früher. Also Potsdam hat es im November 2011 angefangen. Und dann gab es irgendwie im 2012 kein WordCamp. Also die das früher organisiert haben, die haben gesagt, wir machen keins. Und dann haben wir als Berliner Community überlegt, wir können es ja machen. Also aus dem Potsdamer Meetup heraus und aus dem der Berliner Community haben wir gesagt, wir machen das einfach mal. Und dann standen wir so ein bisschen vor dem Problem, ja, wenn wir das WordCamp nennen wollen, dann haben wir da so Regeln, die irgendwie so sehr US-zentriert sind und die passen irgendwie so mit deutschem Steuerrecht so gar nicht überein. Das geht nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, entweder machen wir gar nichts oder wir nennen das Ding einfach anders, machen aber im Grunde genau das Gleiche. Und da man WP verwenden darf für alles Mögliche, WordPress und WordCamp nicht, haben wir gesagt, na, wir nennen das Ding einfach WP Camp. Und das haben wir dann zweimal gemacht, weil auch 2013 noch keine andere Stadt gesagt hat, wir machen das mal. Und das erste offizielle WordCamp in Deutschland war im Grunde das WordCamp Hamburg. Also da, wo es auch angefangen hat. Das war das erste, was über die WordPress Foundation offiziell organisiert wurde. Und da hat das Ganze so offiziell in Deutschland angefangen. Und es gab noch so ein paar andere spezielle Events in Deutschland. Ein ganz spezielles war das WordCamp Retreat Soltau 2018. Da haben wir uns im Grunde 3 Tage lang in einem Hotel in Soltau eingeschlossen. Und alle in diesem Hotel waren von diesem WordCamp Retreat. Also es gab keine anderen Hotelgäste. Das waren alles nur WordPress-Menschen. Und wir waren da wirklich rund um die Uhr quasi aufeinander. Also auch wenn man irgendwie in den Swimmingpool gegangen ist, in die Sauna, draußen irgendwie auf der Wiese Yoga gemacht hat, das wurde teilweise auch als Activities angeboten, hat man WordPress-Menschen gesehen. Also man konnte im Grunde
Wenn man WordPress mal aus dem Weg gehen wollte, muss man in sein Zimmer gehen. Aber ansonsten, egal wo man rumgelaufen ist, hat man ein paar hundert WordPress-Menschen gesehen. Das war ein sehr interessantes Event. Leider hat sich seitdem nicht wiederholt. Wir hatten es 2020 geplant, was dann aus bekannten Gründen ausgefallen ist. Und es gab auch weltweit kein anderes Retreat in dem Rahmen. Also wir sind immer noch die Einzigen, die das organisiert haben. Und ich hoffe mal, dass es irgendwann mal wieder passiert. Vielleicht 2026, mal gucken. Genau. Dann gab es natürlich das WordCamp Europe 2019 in Berlin, was auch ein sehr großes Event war, was auch für die deutsche Community teilweise so ein bisschen Schub gegeben hat. Dann hatten wir schon vor Corona ein Online-Meetup in Deutschland, weil wir festgestellt haben, wir haben zwar irgendwie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so 20, 30 Meetups in ganz Deutschland gehabt, aber es gibt genug Leute, die halt irgendwo 100 Kilometer vom nächsten Meetup entfernt wohnen. Und für die gab es einfach nichts. Und ich meine, nicht jeder ist irgendwie mit einem Auto so flexibel unterwegs oder hat irgendwie eine öffentliche Anbindung an irgendeine größere Stadt, wo ein Meetup ist. Und da haben wir gesagt, für die Leute, die eben nicht einmal im Monat in eine Stadt fahren können zu einem Meetup, machen wir jetzt ein Online-Meetup. Und natürlich dann mit Corona hat dann 2020 irgendwie jedes Meetup, was noch aktiv war, das online gemacht. Und das Online-Meetup Deutschland ist so ein bisschen ausgestorben, weil man es nicht gebraucht hat, aber es soll wieder belebt werden. Also es gibt gerade Bestrebungen, das Ganze wieder zu beleben. Und Matthias ist einer von den Organisern, die da aktiv sind. Ich weiß noch nicht genau, wann das erste stattfinden wird, aber es ist aktiv in der Planung und darf den natürlich auch, egal wo ihr in Deutschland sitzt oder auch wenn ihr gerade im Ausland seid und Lust habt, mal ein Meetup zu besuchen, keine Ahnung, ihr seid gerade in Südostasien unterwegs und habt aber Lust, mal wieder WordPress auf Deutsch zu hören, dann könnt ihr da natürlich auch mitmachen. Genau. Und dann kommen wir schon zu einem anderen Event, nämlich das WordCamp Leipzig 2023. Das war nämlich auch eins von diesen Next Generation WordCamps. Für die letztes Jahr schon da waren, die haben das gemerkt. Oder auch heute wurde es ja in der Einführung so ein bisschen gesagt, dass es so ein bisschen anders ist. Und warum es anders ist, das zeige ich gleich ein bisschen. Und was auch noch in die Liste gehört, ist das WordCamp Deutschland 2023. Es gab nämlich bis jetzt nie ein WordCamp Deutschland. Also es gab halt immer ein WordCamp Hamburg oder ein WordCamp Berlin oder ein WordCamp Köln oder ein WordCamp Stuttgart. Aber es gab nie ein WordCamp Deutschland. Das hat auch so ein bisschen den Grund, dass die Foundation nicht wollte, dass es regionale WordCamps gibt. Also es gab zum Beispiel WordCamp Netherlands für viele, viele Jahre. Und dann hat die Foundation immer gesagt, das wollen wir nicht mehr, macht mal Städte-WordCamps. Und da gab es halt eins in Utrecht, in Nijmegen, in Arnheim. Also es gab dann in verschiedenen Städten. Und dann gab es jetzt, ich glaube, die letzten zwei Jahre oder drei Jahre wieder ein WordCamp der Netherlands. Also hat die Foundation gesagt, ja, jetzt ist es wieder okay. Es gab genug Regionale. Wir haben aber auch gemerkt, dass die Community Überregionale braucht. Wir erlauben das jetzt wieder. Und bei uns heißt es jetzt einfach WordCamp Deutschland. Wir hatten letztes Jahr auch nur eins. Deswegen war das einfach, also neben Leipzig ein großes. Deswegen war das einfach, das WordCamp Deutschland zu nennen. Sonst hieß, hätte es halt WordCamp Gerolstein gehießen, hätte trotzdem 300 Leute gehabt. Genau. Aber das Schöne bei so einem regionalen WordCamp ist, man kann auch ein größeres Organisationsteam nehmen. Also man hat da nicht nur Organizer aus der Stadt, sondern man kann eben aus allen aktiven Menschen in der WordPress-Community in ganz Deutschland auswählen und kann sich da ein Organizing-Team zusammenstellen. Was auch die Arbeit erleichtert, weil in Berlin, wir haben irgendwie 3,6 Millionen Menschen, aber wir haben halt nicht so viele, die aktiv WordPress-Meetups oder WordCamps organisieren. Also Maya und ich, wir sind da relativ alleine mit unserem Meetup. Wenn wir mal versuchen, irgendwie Leute zu finden, die helfen, ist echt schwierig. Also wir kriegen immer ganz viele Anfragen, so könnt ihr mal noch bei LinkedIn posten und dann sagen wir, das kannst du ja gerne machen, du bist ja bei LinkedIn. Und so, nee, keine Lust. Also irgendwie Commitment zu bekommen für Organizing ist echt schwer. Genau. So, jetzt gehen wir aber mal auf andere Eventformate noch, bevor wir zu den Next Generation Events gehen. Also wir hatten es gerade eben schon in der Anmoderation, was ganz passend ist, wir haben die WP Meetups. In Deutschland nennen wir die Dinger WP Meetups, eigentlich heißen sie WordPress Meetups, aber in Deutschland heißen irgendwie alle Meetups WP Meetups. Das ist ein Format, man trifft sich einmal im Monat, meistens am selben Tag im Monat, also wir haben zum Beispiel jetzt in Berlin den letzten Mittwoch, andere haben den ersten Montag, also man hat irgendwie so einen festen Rhythmus und man trifft sich halt irgendwie für einen Abend 2-3 Stunden, hat vielleicht einen Vortrag und dann
ganz viel Netzwerken oder Problemlösungen vor Ort oder sonstiges. Dann haben wir die WordCamps, die sind meistens pro Stadt maximal einmal im Jahr. Also nicht jede Stadt hat jedes Jahr ein WordCamp, aber es gibt ein paar Städte, die haben sehr regelmäßig jedes Jahr ein WordCamp gemacht. Und die sind dann eben über ein, zwei oder drei Tage, je nachdem, und haben halt einen ganzen Tag Vortragsprogramm. Manche haben da noch Workshops und anderes, aber das ist so das Langformat. Dann gibt es die sogenannten Contributor Days, die hängen meistens an dem WordCamp dran. Das ist, wenn so ein dreitägiges Camp ist, dann haben sie oft einen Tag Contributor Day. Auf dem Contributor Day geht es darum, an WordPress mitzuwirken. Also ob es jetzt Programmierung am Core ist oder Community-Arbeit oder das TV-Team, was die ganzen Vorträge schneidet und hochlädt und moderiert und so weiter. Da gibt es ganz viele Themen, wie man sich engagieren kann. Und diese Contributor Days gibt es auch durchaus mal ohne WordCamp. Wir hatten in Berlin eins, ich weiß gar nicht mehr genau wann, 2018 vielleicht oder so. Da hatten wir einfach nur ein Contributor Day, ohne WordCamp außenrum. Und da gab es auch ein paar andere Länder und Städte, die das mal gemacht haben. Dann gibt es noch ein sehr spannendes Format, das nennt sich Do Action Hackathon. Davon hatten wir bis jetzt in Deutschland nur eins, in Stuttgart. Und beim Do Action Hackathon geht es darum, dass man sich zusammensetzt und für eine gemeinnützige Organisation eine Webseite baut. Die Idee war damals, dass man eine Organisation findet, die noch keine Webseite haben und für die eine Webseite baut. Das wird heutzutage schwierig. Also finde mal eine gemeinnützige Organisation, die gar keine Webseite hat. Schwierig. Aber vielleicht haben die einfach eine sehr alte Webseite oder sie brauchen einfach irgendwas, was sie besser managen können, weil das vielleicht irgendjemand mal gebaut hat und keiner weiß mehr, wie das genau funktioniert. Und dann ist einfach das Ziel, man findet Menschen, die da zusammenkommen, also Menschen mit Projektmanagementfähigkeiten oder Designfähigkeiten oder Programmierkenntnissen und die dann einfach zusammen an ein oder mehreren Tagen eine Website bauen. Wie ich von Simon erfahren habe, die haben das wirklich an einem Tag gemacht und haben dann eine Webseite gebaut. Ich dachte immer, man braucht da mindestens 2-3 Tage. Ihr habt 3 Webseiten gebaut. Wow, okay. Nicht schlecht. Ja, eine kann ja jeder. Ich habe sowas auch mal vor, in Berlin zu machen. Ich weiß noch nicht genau wann, aber das würde mich einfach mal interessieren, weil es einfach ein sehr spannendes, anderes Format ist. Weil WordCamps haben wir schon genug in Berlin gehabt, braucht man nicht noch eins unbedingt in der nahen Zukunft. Oder wir brauchen einfach mehr Organizer. Also wenn wir noch 5-6 Organizer in Berlin finden, die auch regelmäßig beim Meetup mitmachen, vielleicht. Aber im Moment sage ich eher nicht. Ja. Dann gibt's noch so Eventformate, die eher so passiv sind, wie zum Beispiel State of the World. Das ist so wie State of the Union, der amerikanische Präsident hält vor dem Kongress eine Rede, gibt's dann State of the World, da hält dann Matt eine Rede vor der WordPress-Community. Das war bis jetzt immer irgendwie auf einem WordCamp US. Dann war das mal nicht auf einem WordCamp US, sondern eine eigene Veranstaltung. Letztes Jahr war es in Madrid. Nächstes Jahr ist es in Tokio. Also er tourt jetzt auch so ein bisschen durch die Weltgeschichte und hält diesen Vortrag. Aber das ist im Grunde, ich weiß gar nicht, wie lange es geht. 2 Stunden vielleicht oder 3 Stunden. Er hält halt einen Vortrag. Die Leute hören ihm zu. Kann man sich auch online angucken. Oder man fliegt hin, wenn man gerade Lust hat, sowieso mal nach Tokio zu fliegen. Kann man das natürlich machen. Genau, aber das ist eher ein passives Format, wo man nicht so aktiv mitmachen kann. Dann gibt's noch offiziell den WordPress Translation Day. Da geht es darum, WordPress und Themes und Plugins zu übersetzen. Es gibt so einen Global Translation Day, der ist am 30. September. Und dieser WordPress Translation Day versucht sich immer so um den 30. September anzuordnen. Der 30. September ist, glaube ich, dieser Dienstag, Montag, da werden sie nicht stattfinden. Also sie werden es wahrscheinlich an einem Samstag machen. In den letzten Jahren gab es auch mal so die Translation Week, wo so die ganze Woche irgendwas passiert ist. Und bei dem Event geht es halt drum, da ist 24 Stunden lang auf der ganzen Welt irgendwie Programm. Das heißt, nehmen wir mal an, irgendwie vor 2 Jahren hat, glaube ich, in Asien angefangen. Und da war dann die erste Session und ging es quasi so zeitzonenmäßig durch einmal um die ganze Welt. Und da gab es am Ende nochmal so eine Zusammenfassung, was ist so passiert. Das heißt, jeder Mensch auf der ganzen Welt konnte zu einer Zeit, wo es passt, irgendwie ein Vortragsprogramm sehen. Und natürlich so in den europäischen Zeitzonen ging es dann auch eher um europäische Themen. Weil natürlich in Europa dieses Thema Mehrsprachigkeit auch sehr, sehr groß ist. In Asien natürlich auch, in vielen Ländern. Aber gerade in Europa, wir haben einige mehrsprachige Länder, aber wir haben natürlich sehr, sehr viele verschiedene Sprachen in Europa. Und da ist das Thema Übersetzung eben ein ganz, ganz großes.
Und da haben wir zum Beispiel auch als Berliner Meetup fast immer mitgemacht oder gleich immer mitgemacht. Das heißt, man kann eben auch lokal sagen, wir setzen uns zusammen, wir treffen uns irgendwo in einem Raum und zeigen den Leuten, wie man WordPress übersetzt. Das ist quasi ein Contributor Day nur für das Übersetzungsteam, einfach den Leuten mal zeigen, wie kann man übersetzen und die Leute einfach so ein bisschen abholen und sagen, so übersetzt ihr und wenn ihr irgendwie mal ein Theme oder Plugin findet, was nicht übersetzt ist, wir zeigen euch, wie das geht. Das waren alles quasi offizielle Events der WordPress-Community und dann gibt's noch so ein paar inoffizielle Events, die in den letzten Jahren einfach eine größere Bedeutung bekommen haben. Das eine ist der WordPress Accessibility Day, da geht's um das Thema Barrierefreiheit. Das wird eben nicht von der WordPress-Community selbst organisiert, sondern von Unternehmen aus der Community. Aber es ist fast offiziell, weil irgendwie wird sehr groß in der Community angekündigt und sehr viele machen mit, also auch aus dem Accessibility-Team. Deswegen ist es ein sehr wichtiges Event. Und ich weiß gar nicht, wann der dieses Jahr stattfinden wird, aber ja, sehr bald. Genau, und dann gibt's noch ein Event, was auch in den letzten Jahren irgendwie so die deutsche oder die WordPress-Community infiltriert hat. Das ist der CloudFest Hackathon. Das ist offiziell überhaupt kein WordPress-Event. Auch das CloudFest selbst, das ist so für die Hosting-Industrie. Aber es gibt davor ein Hackathon. Und auch dieses Jahr waren irgendwie von 11 Projekten 9 mit WordPress-Bezug. Also wir haben das so ein bisschen gekapert und es fühlt sich an wie so ein kleines WordCamp, weil man trifft da irgendwie die Leute, die man vor 2 Wochen auf einem WordCamp gesehen hat oder die man in 3 Monaten wieder vom WordCamp Europe trifft. Also ja, sehr, sehr starker WordPress-Bezug, aber eben kein offizielles Event. Kommen wir mal zurück zu den WordCamps. Was macht ein WordCamp raus? Also früher hat man gesagt, man braucht einen Raum, man braucht WLAN und Kaffee. Das war wirklich so die offizielle, was braucht man für ein WordCamp? WLAN und Kaffee. Dieses Jahr haben wir Kaffee, letztes Jahr gab es keinen, trotzdem war es ein WordCamp. Genau, also viel mehr braucht man nicht. Genau, auch so die Frage, was braucht man für ein Meetup? Einen Raum und eine Uhrzeit, mehr braucht man nicht. Und mindestens eine Person, die es organisiert. Also man braucht eigentlich gar nicht so viel. Aber heutzutage sind WordCamps irgendwie anders, so von den Erwartungen. Also was haben wir heute? Getränke, Mittagessen, Vortragsprogramm, ein Call for Speaker, eine Afterparty. Alles Mögliche. Da fehlen auch noch Sachen. Irgendwie englische Talks und am besten noch ein Livestream und sonst was. Also die Anforderungen an ein WordCamp sind irgendwie explodiert und alle erwarten, dass man sowas braucht. Weil irgendwer hat es mal vorgemacht, zum Beispiel hier Tassen für Contributor. War irgendwie WordCamp Köln 2016 oder 17, 15 sogar schon so. Und dann haben wir in Berlin gedacht, coole Idee, machen wir auch. Und dann hatten wir 15 und 16, hatten wir auch Tassen. Aber braucht man die wirklich? Ich meine, das ist ein tolles Geschenk. Ich habe auch irgendwie so 10 verschiedene Tassen bei mir zu Hause mittlerweile mit von WordCamps, mit also die meisten Contributor-Days aus Deutschland. Ja, ich finde die auch toll, aber braucht man das? Oder braucht man ein T-Shirt? Also wir haben jetzt hier kein offizielles T-Shirt, aber braucht man das wirklich? Also ich habe genug WordPress-T-Shirts, ich brauche nicht noch mehr, aber das ist ja nicht notwendig. Also man braucht ja nicht unbedingt ein T-Shirt, um ein WordPress-Event zu haben. Und das war halt so ein bisschen der Anstoß für das WordCamp Leipzig letztes Jahr, zu sagen, wir machen das mal anders. Wir gucken mal, was müssen wir denn machen? Und Robert ist da auf die Foundation zugegangen und hat gesagt, was brauche ich denn? Brauche ich T-Shirts? Nein. Okay, brauche ich Badges? Nein. Brauche ich eine Videoaufzeichnung? Ja. Er hat gesagt, brauche ich wirklich Videoaufzeichnung? Ja, das ist leider Pflicht. Okay, dann haben wir eine Videoaufzeichnung. Wir hatten leider nicht das WordPress-TV-Team da, weil die parallel eine Veranstaltung hatten, aber es gab halt eine Videoaufzeichnung. Das heißt, er hat einfach mal gesagt, alles, was wir nicht brauchen, schmeißen wir raus. Also es war nur ein Tag, es gab nur einen Raum, es waren nur eingeladene Speaker, es gab kein Mittagessen, kein Kaffee, keine Badges, keine Lanyards, kein Swag, kein Wapu. Ja, es gab ein paar Aufkleber, also ein bisschen Swag gab schon, aber halt kein gebrandet, so wie jetzt hier der Lanyard. Und eigentlich gab es auch keine Afterparty, also irgendwie haben wir dann festgestellt, nachdem wir eine halbe Stunde draußen standen, na, wir können ja die Venue noch ein bisschen länger benutzen und Getränke sind auch noch da und lass uns einfach mal ein bisschen Pizza bestellen und dann habt ihr quasi eine Afterparty, die aber nicht geplant war. Aber wir hatten eben auch keine Sponsorenstände. Also wirklich nur das, was von der Foundation absolut vorgeschrieben wurde, das war da. Und es war trotzdem ein WordCamp. Also niemand, der jetzt da war und der auch WordCamps kennt, hat gesagt, mir hat jetzt aber irgendwie das Badge gefehlt. Naja, so ein Aufkleber ist jetzt vielleicht nicht so schick, aber war das jetzt deswegen weniger ein WordCamp? Ich war auch schon auf anderen WordCamps, wo es nur einen Vortragsraum gab. Und du bist halt immer in den einen
Slot gegangen, weil es gab halt nichts anderes parallel. Also es macht ja ein WordCamp nicht weniger zu einem WordCamp. Und wenn man sich mal so anguckt, was das denn verändern kann, dann gucken wir erst einfach mal an, was kostet denn das Ganze? Wir haben ja vorhin schon gehört, dass es dieses Jahr noch mal günstiger geworden ist. Und ich habe mir auch gerade die Zahlen von diesem Jahr mal geben lassen, damit ich da das aktuell präsentieren kann. Gucken wir uns einfach mal so ein paar große Events, also ein WordCamp Europe 2019 in Berlin zum Beispiel. Das war ein dreitägiges Event mit einem Contributor Day in 2 Tagen. Wir hatten über 3.200 Tickets, die haben 50 Euro gekostet. Wir hatten ein Budget von 780.000 Euro. Und die Kosten pro Person waren 240 Euro. Also jedes Ticket, was wir verkauft haben, hat uns 240 Euro gekostet. Wir haben nur 50 Euro eingenommen. Das heißt, wir hatten 75 Sponsoren, um die ganzen Kosten zu decken. Und wir kamen am Ende mit ein bisschen Überschuss raus, aber das hat ungefähr die Kosten gedeckt. Also wenn wir vorstellen, das ist ein verdammt großes Event. Und wenn man dann noch überlegt, dass es alles von Freiwilligen organisiert hat, die davon eigentlich gar keine Ahnung haben, ist es schon ziemlich beeindruckend. 2022, das WordCamp Europe, da waren wir ein bisschen kleiner von der Anzahl her, aber wir hatten nochmal mehr Budget. Das heißt, wir hatten 320 Euro pro Person und 81 Sponsoren. Da waren ganz viele kleine Sponsoren dabei, aber trotzdem eine Riesenmenge. Und das muss man auch alles managen. Also muss 81 verschiedene Sponsoren auch irgendwie den Mail schreiben, eine Rechnung schicken, gucken, ob das Geld bezahlt wurde. Das ist ein Riesenaufwand. Und wenn ihr sagt, gut, ein WordCamp Europe ist jetzt kein Vergleich, weil es ja ein ganz großes Event, da gucken wir uns einfach mal das WordCamp Berlin an. Dazu habe ich die Zahlen. Es war ein zweitägiges Event, das heißt, wir hatten einen Contributor Day und einen Konferenztag. Wir hatten auch eine Afterparty, die natürlich mitbezahlt werden muss. Wir hatten 250 Tickets verkauft zu 20 Euro, das war damals der Preis. Und wir hatten 23.000 Euro Budget, also 92 Euro pro Person. Das ist auch sehr viel mehr als das, was wir einnehmen. Also 4,5- bis 5-fache. Und auch dafür brauchten wir 20 Sponsoren und wir hatten 20 Community-Sponsoren. Die haben, ich glaube, 50 Euro für ihr Ticket bezahlt. Das heißt, sie haben einfach mehr bezahlt, um die Kosten ungefähr zu decken. Und wenn man sich jetzt mal das WordCamp Leipzig dieses Jahr anguckt, das sind die Zahlen aktuell. Es sind 75 Tickets verkauft worden zu 9 Euro und das Budget ist, also die Ausgaben prognostiziert sind etwas höher, aber ungefähr das, was am Ende wahrscheinlich das Ganze kosten wird, sind 1.500 Euro. Für was sind wir jetzt hier? Bestimmt 50, 55 Leute. Und es gibt, wie schon erwähnt wurde, einen Sponsor plus 5 globale, die einfach generell alle WordCamps sponsoren. Das heißt, man sieht, man kann kleiner sein, aber die Qualität ist nicht unbedingt schlechter. Also natürlich ist man nicht so groß wie Berlin mit 250 Leuten, aber ja, es ist schon eine große Diskrepanz. Und die Sachen, die ein WordCamp teuer machen, sind meistens so Sachen wie Essen. Also auch in Berlin von diesen WordCamp Berlin von den 280.000 Euro waren fast 300.000 Euro nur fürs Essen. Für 3 Tage. Also ein Attendee hat irgendwie pro Tag, ich glaube, 40 Euro fürs Mittagessen gekostet und noch irgendwie mal 15 Euro für Kaffee und Kuchen. Und das halt mal 2 Tage. Das ist halt verdammt viel Geld nur für Essen. Und halt auch so eine Afterparty. Das ist verdammt viel Geld. Und es ist immer die Frage, braucht man das? Und dann schmeckt es den Leuten nicht, dann beschweren sie sich, warum habt ihr irgendwie nichts für mich oder warum war das Dressing vom Salat so komisch oder keine Ahnung. Also wo sich die Menschen am meisten drüber beschweren, ist das Essen und das Vortragsprogramm und ja, kann man sich dann sparen, wenn man sagt, wir haben eine Dreiviertelstunde Zeit, geht raus, holt euch einen Burger oder eine Bratwurst oder irgendwas, was euch schmeckt und wenn es euch nicht schmeckt, dann beschwert ihr euch bei euch selbst. Genau. Und jetzt kommen wir mal zu diesen WordPress-Events der nächsten Generation. Also die WordPress Foundation hat festgestellt, nur Meetups und WordCamps und die anderen Formate sind uns zu starr. Wir wollen das ein bisschen aufweichen. Also wir wollen die Regeln ein bisschen erweitern oder vielleicht auch mal themenspezifische Events möglich machen. Und das WordCamp Leipzig letztes Jahr war wirklich das erste offizielle WordPress-Event der nächsten Generation. Ebenso das Minimal Viable Product WordCamp. Also das absolut Notwendige und nichts darüber hinaus. Und seitdem gab es noch ein paar andere Events. Der WordPress Day Sevilla, das war im Grunde ein Contributor Day an einem Tag. Sowas gab es natürlich schon mal, ein Contributor Day, unabhängig von einem WordCamp. Aber das ist jetzt eben auch etwas, was offiziell von der Foundation unterstützt wird, dass man sagt, man kann einfach mal nur ein Contributor Day machen. Genau. Die japanische Community hat
so einen interessanten Ansatz. Sie haben irgendwie so Workshops gehabt, wo sie zukünftige Organizer schulen, was Organizing angeht. Und die hatten es irgendwie monatlich gemacht. Die haben das zuerst online gemacht und dann ab 2024 offline. Ich weiß nicht genau, wo die sich treffen und wie das funktioniert. Also ob die mehrere Gruppen in verschiedenen Städten haben, weil natürlich auch Japan ein riesengroßes Land ist. Aber die Idee ist eben, dass man quasi so ein keine Ahnung, Meetup-Workshop für Organizer macht, um die Organisatoren ein bisschen zu schulen. Genau. Rom hatte einen Community Day. Im Grunde war das so ein großes Meta-Meetup. Also da haben sich ganz viele lokale Organizer aus Italien getroffen und haben einfach so über Community-Themen gesprochen. Wir haben das in der deutschen Community ab und zu mal auf deutschen großen Wordcamps, dass wir so ein Thema irgendwie machen. Wir hatten es letztes Jahr auf dem Cloudfest, so, weil wir gefestigt haben, wir sind mit 12 Organizer aus Deutschland von Meetups. Lass uns mal zusammensetzen und einfach mal drüber sprechen. Wir hatten es in Gerolstein wirklich als offiziellen Programm im Workshop-Teil, dass wir gesagt haben, wir machen so ein Meta-Meetup und alle können einfach mal freisprechen, was sind so unsere Probleme, keine Ahnung, wir brauchen mehr Organizer, wir brauchen Speaker, wir haben keine Venue, also damals als Berlin hatten wir auch noch keine Venue gefunden und haben ein paar Tipps bekommen, wo wir uns noch umgucken können und dieses Jahr haben wir dann wieder einen gefunden. Genau, dann gibt es noch ein paar andere, also sehr interessant fand diesen School Day in Valencia. Da hatten sie Teilnehmende aus weiterbildenden Schulen oder Arbeitssuchende, die eine Weiterbildung zum Webdesign machen und hatten dann eben Ausbilder aus entsprechenden Bereichen oder halt einfach Experten, die sich damit auskennen, die dann diesen 87 Teilnehmenden einfach gezeigt haben, wie können sie sich in dem Feld weiterarbeiten, um entweder aus der Arbeitslosigkeit rauszukommen oder eben über eine weiterführende Schule dann das als Berufszweig aufzugreifen, weil man kriegt bestimmt ganz oft die Frage, ich will irgendwas mit WordPress machen, wo kann ich denn lernen? Also wo gibt's dann irgendwie so das Handbuch oder die Tutorials oder die Bücher, die man lesen muss, um da weiterzukommen? Und ich fand das irgendwie sehr interessant, dass es da mal so einen Tag gab, wo das so proaktiv gemacht wurde. Also nicht so, kauf dir dieses Buch und mach's durch, sondern wir machen mit dir so einen Kurs und wenn du Fragen hast, kannst du den halt direkt vor Ort die Leute fragen. Das ist sehr interessant. Dann gab's in Kalkutta ein Event, das war im Grunde sowas wie eine Firmenkontaktmesse. Also da haben sich einfach Menschen getroffen, die mit Unternehmen gesprochen haben, um irgendeinen Job zu bekommen. Also das war so das ganze Ding. Also quasi, wir entfernen die ganzen Sessions vom WordCamp und haben nur die Sponsors Area. Aber es geht nicht darum, die Produkte zu verkaufen, sondern die stellen sich vor als potenzielle Arbeitgeber. Auch ein interessantes Konzept. Habe ich so auch noch nie erlebt. Jakarta hatte, was sehr interessant ist, eine Website-Challenge. Da ging es halt darum, dass Projekte mit WordPress umgesetzt werden und da gab es am Ende eine Jury, die dann bewertet hat, wie gut die umgesetzt wurden. Also stellen wir uns diesen Do-Action-Hackathon vor, es gibt irgendwie verschiedene Teams und die bauen eine Website und am Ende wird dann gesagt, wer hat die beste Website gebaut. Aber eben nicht für Charity, sondern einfach so Projekte. Und dann gab es auch dieses Jahr war das genau, ein Fotofestival. Das ging, ich glaube, 2 Wochen oder so. Und die Aufgabe war, man schnappt sich seine Kamera, geht raus vor die Tür, macht Fotos, lädt die hoch, taggt die mit irgendeinem bestimmten Tag, also in das Foto-Directory hochladen. Und dann gab es auch irgendeine Jury, die dann bewertet hat, was war irgendwie das beste Foto. Und ich weiß gar nicht genau, was dann Preisen gab, aber es gab auch so kleine Preise zu gewinnen. Und es war wirklich so ein globales Event, also jeder konnte da mitmachen. Man musste sich halt nur an die Regeln vom Foto-Directory halten, also nicht irgendwie Porträts von Menschen oder generell Menschen, die keine Einwilligung gegeben haben. Es muss irgendwie gemeinfrei sein und verschiedene andere Sachen. Also es gibt da eine ganze Reihe an Regeln, wenn man Bilder ins Photo Directory hochlädt, aber die wurden dann eben auch alle moderiert von dem Photo Directory Team und dann wurde am Ende gesagt, alle, die im Rahmen dieses Events hochgeladen wurden, was waren so die besten Fotos? Und es ist natürlich auch was, was man relativ einfach organisieren kann und auch relativ günstig, weil was braucht man? Man braucht irgendwie eine Event-Webseite, aber die kriegt man von der WordPress Foundation kostenfrei. Also etwas, was man machen kann, ohne dass man ein großes Budget braucht oder einen Riesenaufwand, wie finde ich Sponsoren und Speaker und eine Location und Essen und sonst was. Also es geht eben auch mal in dem Fall online. In der Schweiz gab es dieses Jahr ein Community Day. Da waren noch einige hier aus der Runde dabei. Und ja, so wie ich das verstanden habe, war es irgendwie eine Mischung aus einem WordCamp, Contributor Day und Meetups. Und das Ganze war auch irgendwie in 4 Sprachen. Also ich habe zumindest gesehen, dass es da
im Vortragsprogramm verschiedene Angebote in verschiedenen Sprachen gab. Genau, auch eins von diesen neuen Events. Und was haben wir noch? Genau, es gab nochmal sowas, Teilnehmen aus weiterführenden Schule, zeigen Projekte, die es umgesetzt haben, also ein bisschen mich aus dem Weiterbilden der Schulen und im Wettbewerb. Und jetzt im Juli ist da noch sowas ähnlich geplant in Uganda. Und Rome hat Core Days, da gibt es leider keine Beschreibung. Also ich vermute mal, dass es auch wieder Contribution zu Core geht. Aber genau, das wird man dann wahrscheinlich im Laufe des Jahres erfahren. So, wo findet man diese ganzen Dinge? Es gibt eine Seite events.wordpress.org. Da findet man alle Events, also diese 3925 Events, da sind auch alle Meetups dabei. Also wenn ihr auf diese Seite geht, die ist etwas unübersichtlich. Also jedes Meetup auf der ganzen Welt wird da gelistet, aber eben auch diese speziellen Events. Und auch diese speziellen Events haben dann eben als Webseite events.wordpress.org. Also wenn man jetzt zum Beispiel Leipziger hat, leipzig.wordcamp.org. Aber die anderen Events, zum Beispiel diese Rome Core Days, die haben dann events.wordpress.org/Rome Core Days oder sowas. Das ist also eine Seite, wo man sich dann einfach so eine Webseite anlegen kann. Also wenn man jetzt ein Event starten will in diesem Events der nächsten Generation, da muss man nicht irgendwo selber ein WordPress installieren und das ganze Management machen und irgendwie Ticketverkauf aufsetzen und so weiter. Das kriegt man alles von der Foundation gestellt. Also da ist die Hürde auch ein bisschen geringer, um das Ganze an den Start zu bringen. Genau. Und da einfach mal die Einladung, sich mal anzugucken, was es da so an Angeboten gibt. Und das war's eigentlich schon. Also ich werde die Folien irgendwann auch noch hochladen und den Link schicken, aber im Grunde zu dem ganzen Thema Next Generation Events gibt es so zwei Blogbeiträge, die man sich angucken kann. Also gestartet hat das Ganze im Mai letzten Jahres und so die ersten Events in der Planung waren dann im Oktober. Da wird so ein bisschen näher drauf eingegangen, was sind so die ersten Events, die anstehen. Und da wird auch so ein bisschen schon gesagt, was sind denn für Events in Planung. Und wie gesagt, generell gibt es die Events-Seite, wo ihr alle Meetups findet. Wenn es speziell um deutschsprachige Meetups geht oder Meetups in Deutschland, dann ist die letzte URL wichtige, die wpmeetups.de. Da findet ihr alle aktuell aktiven Meetups in Deutschland, also auch Leipzig und Jena und Dresden und Berlin und alles andere. Und generell auch auf meetup.com gibt es eine Seite, wo nur die Meetups gelistet sind. Genau, das war's von mir. Gibt es Fragen oder Anmerkungen? Gibt es vielleicht ein Event, was ich nicht gesehen habe oder irgendein inoffizielles Event, wo ihr der Meinung seid, das sollte man vielleicht noch als Event erwähnen? Ja. Ich hätte hier auch ein Mikrofon, wenn jemand möchte. Mal kurz fragen zu dem Schweizer Community Day. Warst du dort? Nein. Weißt du denn, welche die vier Sprachen waren? Ich nehme an, dass es Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch war. Schätze ich. Englisch. Oder Englisch, ja. Okay. Ich bin der Meinung, dass Retreat Camp in Soltau war das best WordCamp ever. Warum versucht man nicht, wenn man mit der Erkenntnis jetzt losgeht, das nochmal zu organisieren? Ja. Genau, ich glaube, die Frage ist nicht, ob wir das machen wollen, sondern wer es machen will. Weil ein WordCamp Retreat Soltau, wenn wir uns so diese Preise pro Person angucken, ich glaube, das toppt selbst ein WordCamp Europe noch um einiges. Also ich kenne nicht genau die Zahlen, aber das Budget dafür ist nicht gerade klein. Man muss das bei der Foundation auch durchkriegen, so einen hohen Preis pro teilnehmender Person. Ich meine, das Hotelzimmer zahlt jeder selbst, aber trotzdem, die Kosten sind halt sehr, sehr viel höher für sowas. Man kann es nicht jedes Jahr machen, aber es gab schon das Bestreben, das nochmal zu machen. Ich würde sagen, es fehlt aktuell einfach im Organisationsteam. Weil wir haben jetzt gerade auch gesehen, wir haben dieses Jahr kein WordCamp Deutschland, das wird das nächstes Jahr stattfinden. So zuletzt mein letzter Wissensstand. Weil es eben viele Menschen braucht, die es organisieren. Und klar, ein WordCamp Retreat sollte, aber wir wissen schon, wenn wir jede gleiche Location nehmen, wir kennen die Gegebenheiten vor Ort, wir haben wahrscheinlich noch die Ansprechpartner, vielleicht kennen die uns auch noch und haben gesagt, ihr habt euch gut benommen, ihr könnt es wieder machen. Aber es braucht halt ein Orga-Team. Und ich weiß jetzt nicht, wie groß das war. Es werden bestimmt 15 Leute gewesen sein. Die braucht man einfach. 10. Okay.
10 Leute, die müssen es einfach machen. Ich meine, so ein WordCamp Europe zum Beispiel, das organisieren wir 9 Monate lang. Also nur die reine Organisationszeit, wenn wir anfangen zu organisieren, die das noch planen im Vorfeld, noch ein bisschen länger. Aber du brauchst einfach Leute, die so lange mitorganisieren. So, selbst ein lokales WordCamp in Berlin, 4 Monate haben wir da organisiert und wir waren so 5-6 Leute. Das war jetzt relativ klein, aber du brauchst eben 5-6 Leute. Die haben wir selbst in Berlin im Moment nicht. Also, wenn sich, ja, genau, und dann organisiert man was anderes nicht. Wenn man ja sagt, wir machen einen Retreat in Soltau, dann sind es vielleicht die gleichen Personen, die auch nächstes Jahr das WordCamp Deutschland organisieren würden. Und da muss man entscheiden, was machen wir jetzt? Oder die dann nächstes Jahr das organisieren, haben die dann 2026 noch genug Energie, auch noch das Retreat in Soltau zu organisieren. Also ich glaube, der Wille ist da, aber es braucht halt die Menschen. Okay, ich denke, die finanzielle Sache ist das eine. Wenn man jetzt zum Beispiel auf Geroldstein schaut, müsste man da eigentlich auch rechnen, was kostet es für mich als Teilnehmer, auch mit Hotelübernachtung und so. Und wenn man das an Soltau anlegt, wenn man 4 Tage oder 4 Übernachtungen rechnet, ist vielleicht unterm Strich, was jeder selbst bezahlt, nochmal eine andere Rechnung, dass es vielleicht am Ende gar nicht so extrem teuer erscheint. Aber ich will noch was anderes einwerfen. Ich denke mal, wenn man jetzt WordCamps so in Erinnerung Revue passieren lässt, gibt es ja immer Dinge, die einem positiv in Erinnerung bleiben. Das sind manchmal einzelne Gespräche, das sind manchmal Leute, die man kennenlernt. Ich denke, das sollte man auch nochmal fokussieren, dass Dinge, die jetzt außer WLAN, Kaffee wichtig sind, um das Vernetzen zu initiieren oder etwas Gutes dafür zu tun, dass Leute miteinander ins Reden kommen, die sich sonst nicht getroffen hätten. Ja. Und das wäre vielleicht so eine Sache, wo man hier in der Runde auch nochmal über eine große Vorstellungsrunde nachdenken könnte. Es sind zwar irgendwo bekannte Gesichter, es ist ja also ein bisschen wie Wanderzirkus. Mhm. Man trifft die gleichen Leute auf den verschiedenen Camps, aber oft ist es ja so, dass der Impuls fehlt, mit den Leuten nochmal zu reden. Und da kann man ja vom Programm her, ich will jetzt nicht sagen, dass es Stuhlkreis und Reise nach Jerusalem sein soll, aber so ein bisschen wie Kindergeburtstag, dass man halt etwas macht, was Kommunikation und Vernetzung fördert. Ja. Das ist nochmal so meine Anregung. Das gibt's ja oder gab's teilweise auf WordCamps. Also ich weiß noch, in Köln gab's es mehrfach, in Osnabrück gab's es auch, dass es wirklich eine Vorstellungsrunde gab, wo jeder gesagt hat, wer bin ich, wo komme ich her und 3 Hashtags. Dann gab's in Köln halt auch noch so einen richtigen Barcamp-Style, wo dann Sessions gepitcht wurden und so weiter. Das kann man machen, es braucht halt Zeit. Und in so einer Größe absolut machbar, bis 100 Leuten vielleicht auch noch, aber wenn es halt irgendwie so ein Event mit 300 Leuten ist, ist schwierig. Aber ja, irgendwie so mehr Möglichkeiten zum Vernetzen geben, ist gut. Bei den WordCamp Europes versuchen wir das immer mit diesem, ich weiß gar nicht, wie es jetzt aktuell heißt, es hieß mal WordCamp, WP Café, WP Connect, also es hat immer andere Namen gekriegt, aber da ist dann so, okay, alle, die zum Thema XY was sagen wollen, die treffen sich zu der Uhrzeit an dem Punkt und können dann über dieses Thema sich austauschen. Also man versucht es schon so ein bisschen zu machen, aber so eine Vorstellungsrunde ist immer so ein bisschen, ja, schwierig. Manche finden es toll, andere finden es einfach nur eine verschwendete 3-4 Stunden. Da muss man einfach gucken, wie kann man es einbinden. Das gab's auch genau. Irgendwie in Sevilla gab es so ein Speed-Dating, da wurde dann einfach gepfiffen und dann hat mal irgendwen gesucht, der noch keinen Gesprächspartner hatte und dann hat man mit dem 3 Minuten gesprochen und dann wurde wieder gepfiffen, da hat man den nächsten gesucht. War auch eben interessant. Hat sich seitdem irgendwie nie wiederholt, aber war man... Wen gab's das auch? Ah, okay. Also gab's 2 Mal, ja. Ich habe es nur in Sevilla mitbekommen. Aber ja, es gibt Ideen. Ja. Also erstmal vielen Dank für die Zusammenfassung, Bernhard. Es ist schön, das mal so kompakt zu sehen. Ich fände es cool, wenn die Folien dann verfügbar sind. An die Birgit ganz kurz in der Schweiz. Also ich bin 2 Stunden eher abgereist. Ich war nicht ganz bis zum Schluss da. Aber im Prinzip kann man sich das vorstellen wie so ein lokaler Community Summit eigentlich, wie das abgelaufen ist. Und eigentlich, soweit ich es mitgekriegt habe, war alles auf Englisch. Also ansonsten ist es halt schwierig, das auch zusammenzukriegen. Es war ein Talk, der nicht auf Englisch war. Ne? Genau. Mhm.
Vielleicht doch eine Erwähnung zu dem Thema, warum macht man das nicht noch mehr? Man darf halt nicht vergessen, dass wir alles ehrenamtliche Organisatoren sind, also auch von dem Meetup, wir sind zu zweit. Wenn man jetzt irgendwie noch ein WordCamp organisiert, ist die Frage, wer macht dann das Meetup weiter? Und auch dieses alles so, naja, aber das und das hat sich ja bewährt, warum macht man das nicht nochmal? Es muss halt jemand organisieren und man darf nicht vergessen, wir haben alle noch Jobs, wir haben alle noch ein Privatleben, wir haben noch Familie, wir haben irgendwie noch Hobbys, hoffentlich, außer WordPress. So, es muss halt auch irgendwie, ja, Menschen, es müssen halt Menschen machen und da vielleicht auch eher mal so die Aufforderung, warum sponsort man sowas nicht auch so einfach die Arbeit von Freiwilligen, die sowas machen? Also das darf man nicht vergessen, dass die gesamte WordPress-Community auf den Schultern von ehrenamtlichen Mitarbeitern quasi steht. Also der Großteil, ein ganz, ganz kleiner Bruchteil nur wird gesponsert. Und ich glaube, da müssen wir auch vielleicht mal hinkommen, dass das nicht so selbstverständlich genommen wird, dieses, wieso machen wir nicht nochmal das und das und das? Ja, es muss halt jemand machen. Und wenn man der Meinung ist, es war toll, dann kann man das auch gerne initiieren und selber anfangen, das zu machen. Und ja, vielleicht das nochmal zu bedenken geben, dass das, ne, auch ihr zum Beispiel heute hier, die das organisiert, ihr macht das alles ehrenamtlich neben eurem Privatleben und Arbeitsleben und das darf man einfach nicht vergessen. Ja, guter Punkt. Vielleicht brauchen wir auch als deutsche Community mal sowas, wie es in Japan machen, dass wir einfach sagen, wir machen einfach mal so ein Format und sagen, alle, die Lust haben zu organisieren, aber einfach nicht wissen, wo sie starten, dass wir die einfach so ein bisschen an die Hand nehmen und ihnen einfach mal zeigen, was braucht man denn? Ich meine, wir haben genug Menschen in der WordPress-Community in Deutschland, die WordCamps organisiert haben, die aktiv Meetups organisieren. Wenn Leute sich bereit finden, kann man das gerne machen. Wir hatten jetzt auch in Wien am Anfang des Monats, haben wir auch aktiv die Menschen gefragt, wer hat denn Lust? Und dann haben sich ein paar gefunden, die gesagt haben, okay, wir könnten uns vorstellen, auch mal was zu machen. Und jetzt wird es wahrscheinlich im nächsten Meetup in Salzburg geben. Vielleicht haben die dann auch übernächstes Jahr mal ein WordCamp da. Man muss einfach die Leute ermutigen und dann ein bisschen an die Hand nehmen. Aber am Ende müssen es halt neue Menschen auch machen. So, Bernhard, besten Dank für die gute Zusammenfassung. Kann ich mich nur anschließen. Ich gehe weiter nach hinten, wegen des Tones. ja, wie gesagt, super Zusammenfassung, besten Dank dafür. Auch nochmal ein schöner Einblick für alle. Wir haben ein bisschen überzogen, aber ihr habt ja vorhin eine ziemlich lange Pause gehabt. Und Übung auch, das heißt, jetzt ist die nächste Pause. 11.35 Uhr kommt der Simon mit Greener, Better, Faster, Stronger. Toller Titel, da geht es um umweltbewusste Websites und bis dahin viel Freude beim Kaffee trinken.